Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt immer schön fair in den Kommentaren. Ansonsten soll es das mit meinem Gelaber gewesen sein. Los geht's mit dem Spiel Hamburger SV gegen SC Paderborn. Viel Spaß dabei. Der Auftakt zum 16. Spieltag stand im Volksparkstadion an. Der SC Paderborn hatte einst seinen ersten Bundesligasieg beim HSV mit 3:0 feiern können. Und hier war es erstmal eine andere Geschichte. 8. Spielminute. Bakary hat er mit seinem zweiten Saisontor, traf schon gegen den FC Erzgebirge Aue vor wenigen Wochen. Jetzt macht er hier gegen Zingerle das 1:0 für den HSV zum perfekten Auftakt. Und die Gastgeber treten auf Voltby mit der Übersicht auf Wang He-Chan und der macht auch das zweite Tor. 29. Spielminute, drittes Saisontor gegen die Schanze, am letzten Wochenende erfolgreich gewesen. Aber auch stark von Voltby gemacht, wie er die Übersicht behält und dann der Abschluss. Ist auch herausragend. Etwas über eine halbe Stunde gespielt, dann auch mal der SC Paderborn. Fast mit der Postwende in Antwort. Sven Michel kommt da gar nicht so schlecht zum Abschluss, trifft dann aber nur das Außennetz. Bates ist etwas zu weit weg, kann den Abschluss nicht verhindern. Pollersbeck muss nicht eingreifen. Wir springen in den zweiten Durchgang und der Hamburger SV wollte die Entscheidung. Wang He-Chan ist das wieder, der nicht vom Ball getrennt wird. Jatta und Wang, die beiden Torschützen im Zusammenspiel, macht eine richtig gute Partie. Der Abschluss ging dann aber doch recht deutlich am Kasten vorbei, doch der SC Paderborn brachte ungewöhnlicherweise relativ wenig nach vorne, macht die Elf von Baumgart sonst deutlich besser. Jetzt war der HSV dominierend und wollte den Deckel drauf machen. Jatta mit der perfekten Flanke und das Wang He-Chan und jetzt war die Partie entschieden. Nach 63 Spielminuten stand es 3:0, das vierte Saisontor für ihn. Und somit brannte beim HSV nichts mehr an, obwohl der SC Paderborn ein noch hatte. Collins ist das, steigt per Kopf hoch. Jamilo Collins mit seinem ersten Saisontor. Fehler von Pollersbeck, wurde aber im Endeffekt nicht mehr draus. Es blieb beim 3:1. Die letzten 20 Minuten verliefen recht harmlos. Der HSV bleibt also weiterhin an der Tabellenspitze und setzt sich weiterhin ab. Der 1. FC Köln möchte natürlich oben an der Tabellenspitze dranbleiben. Der Hamburger Sportverein, wie eben gesehen, hat gewonnen und den Dreier wollte man hier jetzt auch feiern gegen den SSV Jahn Regensburg. Aber die sind gar nicht schlecht. Die Elf von Bayer Lotzer startete hier auch perfekt rein. Und Jan George machte sein 5. Saisontor. 6. Spielminute, 1:0 für die Gastgeber. Und die Continental Arena natürlich ausverkauft gegen einen Verein. Gegen den 1. FC Köln war erstmal erfreut. 20 Minuten von der Uhr. Hauptmann ersetzte den angeschlagenen Schaub. Die Flanke, die Verlängerung von der Rolle. Und der Abstauber von Marcel Risse. Erstes Saisontor für den Rechtsaußen in der 21. Spielminute. War das Ergebnis egalisiert, steht auf dem zweiten Pfosten zu frei. Ging keiner mehr mit. Und es gab jetzt die Möglichkeit zu erhöhen, beziehungsweise diese Partie überhaupt erstmal zu drehen durch John Cordoba. Aber Philipp Pentke ist aufmerksam, macht eine richtig gute Parade. Beim 1:1 war er ja machtlos. Dann kam vor dem Seitenwechsel aber nochmal der Gastgeber. Flanke von der linken Seite und Marco Grüttner setzt sich da irgendwie durch. Und sein 9. Saisontor beschert in der 43. Spielminute das 2:1 für die Gastgeber. Und die wussten gar nicht selber so richtig, wie das passieren konnte. Der 1. FC Köln war die klar bessere Mannschaft und sie drückten jetzt auch im zweiten Durchgang erstmal auf den Ausgleich. Hauptmann auf Cordoba. Setzt sich da gut durch, bringt den Ball nochmal auf Marcel Risse und dann ist es Nanzig, der diesen Abschluss von Terodde entschärfen kann nach einer Stunde. Also nicht das 2:2. Die Zeit wurde knapper. Das ist Dominik Drexler nochmal im 16er, bringt die Flanke und Risse scheitert an Pentke. Was für eine Tat von Philipp Pentke. Konnte er das 2:1 festhalten? Nein. Regensburg unachtsam und dann wurden sie bestraft in der 90. Spielminute. John Cordoba mit seinem 7. Saisontor. Terodde also ohne Tor an diesem Freitagabend, aber dafür mit zwei Vorlagen. John Cordoba nutzt das hier aus. Philipp Pentke ist ohne Möglichkeit. Und so trennen sich am Freitagabend, also zum Auftakt auch in die zweite Bundesliga, der SSV Jahn Regensburg und der 1. FC Köln mit 2:2. Der FC Ingolstadt das erste Mal unter Jens Keller startete richtig gut rein gegen die Lilien. In der 4. Spielminute war es Konstantin Kerschbaumer mit dem 0:1. Ließ da Heuer Fernandes im kurzen Eck keine Chance, doch die Lilien kamen zurück in der 31. Spielminute durch Slobodan Medojevic. Auch die Lilien müssen mal wieder punkten, zuletzt verloren sie gegen den 1. FC Union Berlin. Guter Ball hier von Medojevic, der passt perfekt. Buntic wieder im Tor bei den Schanzern, ist hier ohne Chance. In der 49. Spielminute Serdar Dursun, der Torjäger der Lilien mit dem 2:1. Guter Kopfstoß
läuft auf den ersten Pfosten, hält dann den Schädel hin und lässt auch aus kurzer Distanz hier wieder dem Keeper keine Chance, auch wenn es unglücklich aussieht, ist aus der Distanz eben nichts zu machen. Das 2:2 bedeutete durch Thorsten Röcher in der 59. Spielminute allerdings auch dann den Endstand. Super Direktabnahme am zweiten Pfosten. Holland ist einen Schritt zu spät, kann es nicht mehr verhindern. Und so bleibt Ingolstadt weiterhin seit Ewigkeiten, seit Monaten ohne einen Sieg. Trotzdem nehmen sie hier erstmal unter Jens Keller einen Punkt mit. Nach der 0:4-Pleite im eigenen Stadion des MSV Duisburg musste die Elf von Thorsten Lieberknecht auch gegen den 1. FC Heidenheim eine Pleite hinnehmen. Hier verloren sie 1:0 durch dieses Tor des Tages von Dennis Thomaler in der 17. Spielminute. Duisburg muss sich also dann wieder im nächsten Spiel auf die 3 Punkte machen. Das war ein herber Rückschlag für Greuther Fürth beim 1. FC Köln. Dicke, fette Packung abgeholt. Auch schon gegen den 1. FC Union Berlin verloren sie ja 4:0. Und das wollten sie jetzt zu Hause gegen den FC Erzgebirge Aue wieder gut machen. Die erste Möglichkeit gehörte hier aber den Gästen. Nach 17 Spielminuten war es Widra mit der ersten Schussmöglichkeit. Der Ball ging dann aber doch recht deutlich über die Querlatte hinweg. Burchardt musste nicht eingreifen. Einige Sperren, Wittek und Bauer mussten kompensiert werden. Das machte Fürth aber dann ganz gut. Immer mehr kamen sie in die Partie. Atanga gegen Mennel und dann nochmal Atanga wird dann angeschossen, wodurch die Szene entschärft wurde. Doch die Greuther Fürth-Spieler kamen jetzt immer besser rein in die Partie. Mennel aber auch auf seiner Position. 10 Minuten knapp vor der Pause nochmal ein Angriff der Gastgeber. Keitaruel legt auf Moa. Dann ist das Kakutalua, der den Ball nicht klären kann. Und Keitaruel nutzt diesen Fehler fast aus. Linker starker Huf, den er hier aufs Feld bringt, trifft dann aber nur das Ausnetz. Es stand zur Pause also torlos 0:0. Greuther Fürth sah man an, dass sie hier den Dreier gerne mitnehmen wollen würden. Die Elf von Damir Buric ja gar nicht ungefährlich zu Hause. Vor allem im zweiten Durchgang sind sie immer wieder brenzlig in der Schlussphase. Hier war es in der 52. Spielminute erstmal ein Abschluss, der von Hochscheid aber entschärft werden konnte. Moa kommt da nicht durch, es war aber auch nur die Brust. Kein Strafstoß, also richtige Entscheidung. Etwas mehr als 20 Minuten noch zu spielen, dann nochmal der Gast aus Aue. Test rot, Maloka kann es nicht klären und dann ist Ioha da, Emanuel Ioha, aber der Kopfball ist nun wirklich extrem harmlos. Greuther Fürth blieb aber bis zum Schluss dran, wollte den Lucky Punch setzen. Viertelstunde vor dem Ende, Green auf Atanga, der Abschuss von Sauer ist auch da, aber mehr kam dann dabei auch nicht raus. Es blieb also letzten Endes beim 0:0, geht unter dem Strich auch so in Ordnung. Aue wird damit deutlich besser leben können. Greuther Fürth hingegen verliert so ein wenig den Anschluss nach oben. Bei beiden Teams läuft es aktuell richtig schlecht. Die bessere Anfangsphase hier gehörte aber den Arminen und Fabian Klos machte in der 16. Spielminute auch das folgerichtige 1:0 für die Gastgeber und das konnten sie dann auch noch bestätigen. Toppen durch das Tor von Keanu Staude in der 23. Spielminute. Das bedeutete dann auch den Endstand und so gewinnt Bielefeld nach Ewigkeit mal wieder ein Spiel. Fährt hier verdient den Dreier ein und Sandhausen bleibt weiterhin ganz tief im Abstiegsschlamassel stecken. Dynamo Dresden hielt lange mit gegen richtig stark aufgelegte Kieler aus dem hohen Norden angereist in den tiefen Osten. In der 70. Spielminute war es David Kinzombi, der sich im Kopfballduell gegen Müller durchsetzen musste. Der Kopfballtorschütze zum 1:1 gegen St. Pauli kam hier nicht wirklich in den Zweikampf und Kingsley Schindler machte das Ganze dann endgültig. In der 81. Spielminute traf er per Strafstoß. Kiel grüßt weiterhin weit oben von der Tabellenspitze und Dresden ist aktuell weiterhin im Tabellenmittelfeld, aber im sicheren. Der 1. FC Magdeburg würde gerne mal wieder einen Dreier einfahren und da kam jetzt mit dem 1. FC Union Berlin nicht unbedingt der dankbarste Gegner, denn die Eisernen sind noch immer ungeschlagen und das ist nahezu sagen umwoben. Nicht schlecht und so starten sie ja auch durchaus mit Selbstbewusstsein in das Spiel in der MDCC Arena. Die erste Möglichkeit hier von Friedrich nach 5 Minuten. Diesen Kopfball hätte er schon durchaus besser auf das Tor setzen können, wurde aber eben nichts draus. Doch eine richtig starke Anfangsphase der Gäste sollte irgendwann dann auch mal belohnt werden. Schmiedebach auf Prömel und dann Abdullahi mit dem Abschluss. Und der sieht gar nicht mal so ungefährlich aus, beziehungsweise er ist zwar nicht scharf geschossen, aber
rutscht fies über den Boden und Bruns hätte sich da um ein Haar verschätzt. Kann er sich glücklich schätzen, dass er da nicht eingreifen musste. Ansonsten hätte es ein bisschen unglücklich ausgesehen. Wir springen in den zweiten Durchgang. Da wurde dann auch Magdeburg mal vorstellig. Über die rechte Seite mit dieser Flanke. Die ist gar nicht verkehrt, aber Rafa Gikiewicz passt auf. Und das ist eben in dieser Saison ein super Rückhalt. Hat ja auch schon einmal selber per Kopf getroffen. Doch Magdeburg blieb jetzt dran und wollte den Treffer erzielen. Türpitz und Laprevot und was für eine Mega-Reaktion von Gikiewicz. Da konnte man dann als Magdeburg-Fan auch verzweifeln. Super Schuss aus Spitzenwinkel, aber Gikiewicz reißt den Arm hoch und verhindert das 1:0. Jetzt wurde Berlin nochmal stärker in der Schlussphase. Anderson, Dreifach-Torschütze vom Spiel gegen Darmstadt, legt hier Abdullahi fast das 0:1 vor. Aber auch Bruns ist ein überragender Keeper, zeigt das hier in dieser Situation. Super Ball auch in den 16er und dann ist der Winkel einfach etwas zu spät. 10 Minuten noch auf der Uhr. Einmal kam Union Berlin noch gefährlich vor den Kasten. Einmal noch, aber nicht gefährlich genug. Kroster gibt hier die letzte Möglichkeit und so trennt sich der 1. FC Magdeburg wieder mal ohne Sieg vom 1. FC Union Berlin. Und trotzdem kann man hier mit einem 0:0 eigentlich gegen die Eisernen zufrieden sein. Der VfL Bochum startete stark in diese Partie. Silvire Ganvola in der 9. Spielminute machte das 1:0 für die Gastgeber, mussten auf Lee verzichten, der war gelb gesperrt. Sah man hier zu Beginn der Partie nicht. Himmelmann konnte sich strecken, wie er wollte. Da kam er nicht ran, doch nur wenige Minuten später Ausgleich. Sami Alagui, nicht der Größte, hat aber in dieser Saison ebenfalls auch gegen Duisburg ein Kopfballtor erzielt. Macht hier auch das 1:1 eben in der 16. Spielminute. Steigt am höchsten und setzt ihn dann auch richtig gut rein. So stand es dann eben nach 16 Minuten 1:1 und das krönten sie in der 21. Minute. Waldemar Sobotta mit dem 1:2 und dann war es im fortlaufenden Spiel eine recht langweilige Partie. So blieb es beim 1:2. Bochum hätte sich den Punkt noch verdient gehabt, aber sie waren nicht konsequent genug und so geht es hier 1:2 zum Abschluss des Spieltages aus. Zum zweiten Mal in Folge bekam Jena 5 Gegentore im letzten Spiel gegen Würzburg. Hier hatten sie gegen Meppen die überragende Doppelmöglichkeit, in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen. Hier Julian Günther Schmidt scheitert erst am überragenden Keeper und dann setzt er den Ball noch gegen die Latte, hier auch in der Szene zu sehen. Spätestens der hätte dann drin sein müssen, doch er machte seinen Fehler selber wieder wett. In der 75. Minute konnte er nach einem guten Konter alleine aufs Tor zu spazieren und erzielte so das Tor des Tages. Am Freitagabend, also zum Auftakt in diesen Spieltag, gewinnt Carl Zeiss Jena mit 1:0 gegen den SV Meppen und das verdient. Eintracht Braunschweig kassierte gegen den VfR Aalen ein spätes Gegentor, ein Stich mitten ins Herz und hier gegen den Halleschen FC ging es auch nicht so richtig gut los. Sie fanden gar nicht in die Partie und Bahn mit der Vorlage auf Björn Jopek in der 15. Spielminute und so lagen sie schon wieder zurück. Drittes Saisontor für den Mittelfeldspieler. Der Gastgeber setzt den Ball hier perfekt unter die Querlatte, touchiert auch noch das Aluminium, lässt Kruse keine Chance. 20 Minuten von der Uhr, was war mit Braunschweig los? Nicht unbedingt von Selbstbewusstsein so geprägt das Spiel. Bulut hier dann, wird aber angeschossen, dadurch kommt auch kein richtiger Torschuss zustande. Keine gute Partie. Der Gastgeber auf der anderen Seite war es Pascal Sohm mit dem 2:0, auch sein drittes Saisontor, 36. Spielminute. Und die Gastgeber brachten zwar auch nicht so viele Schüsse zustande, die dann aufs Tor kamen, waren dann aber gefährlich. So stand es zur Pause 0:2, ein Five-Konzert mal wieder der Braunschweiger Fans. Kann man auch verstehen, es läuft einfach in dieser Saison nicht bei den Niedersachsen. Sie kamen jetzt aber im zweiten Durchgang besser rein. Bulut mit der Flanke und Christopher Niemann mit dem Anschlusstreffer. Sein zweites Saisontor. Am letzten Spieltag auch gegen Aalen getroffen. Hier ist er per Kopf erfolgreich. Schön setzt er den rein. Da war nichts zu halten. Doch die Zeit lief davon. Eigentlich müsste hier ein Dreier her und es brauchte erstmal den Ausgleich von Bürger. Aber der Abschluss deutlich zu schwach. Der geht weit vorbei. Da muss ich kein Halle-Fan der Welt wirklich vor gruseln. Und jetzt hatten sie mehr Platz im Spiel nach vorne. Wir sind schon in der Schlussphase. Manu, Sohm und der Superball auf Marvin Adjani und der machte dann die Entscheidung. 89. Spielminute, 1:3. Man konnte Braunschweig nicht viel vorwerfen. Sie hatten Leidenschaft dabei, aber die spielerische Qualität fehlte einfach an allen Ecken und Enden. Braunschweig verliert also wieder gegen den Halleschen FC, in diesem Fall mit 1:3.
Beim ersten FC Kaiserslautern ist man überhaupt nicht zufrieden. Jetzt wurde Michael Fronzek rausgeschmissen gegen die Würzburger Kickers. Sollte jetzt aber erstmal ein Heimsieg her. Doch das Anfangsaufgebot sah hier erstmal eine schlechte Anfangsphase in den eigenen Reihen. Das war schwach verteidigt. Hesel war zum Glück da und konnte diesen Kopfball früh in der Partie noch abfangen. Dann fand Kaiserslautern ein bisschen besser in die Partie. Albeck mit dem Abschluss hier im Zusammenspiel mit Biada, aber Schuppern war dazwischen. Und dann wurde es auch nicht wirklich gefährlich. Der Ball wäre zwar wahrscheinlich auch aufs Tor gegangen, wird so aber entschärft. Vor der Pause dann nochmal die Roten Teufel. Timmy Thiele mit dem Ball auf Schad. Timmy Thiele legt nochmal rüber. Biada, Thiele und dann endlich mal ein wirklich guter Abschluss. Dreves im Tor der Würzburger Kickers ist aber da und kann Schlimmeres vermeiden. Verhindert hier den Pausenrückstand für seine Elf. So ging es dann eben auch zum Pausentee. Kaiserslautern und Würzburg eben noch torlos 0:0. Richtig spannend wurde es in den wenigsten Szenen dieser Partie. 5 Minuten knapp im zweiten Durchgang gespielt. Jetzt wieder mal die Gastelf. Baumann ist das. Versucht sich da gar nicht so schlecht. Der Abschluss setzt sich da gut durch mit seinem Körper. Ist dann vielleicht etwas überhastet mit dem Schuss. Dick kommt zu spät, aber der Ball schrammt dann am Kasten vorbei. 20 Minuten noch auf der Uhr. Was war mit Kaiserslautern? Nicht richtig gut in der Partie. Biada dann mal mit dem guten Ball auf Timmy Thiele. Der stand aber auch im Abseits und es lief hier auf ein torloses 0:0 hinaus so ein Stück. Auch wenn man zuletzt 5:0 gegen Unterhaching verlor, wollte man die Null hinten halten. Vorne aber auch ein Machen und dann machten sie das auch. 80. Spielminute, Timmy Thiele mit seinem dritten Saisontor und endlich konnte der Betzenberg mal wieder beben und es war tatsächlich der entscheidende Stich, der entscheidende Treffer und der erste FC Kaiserslautern gewinnt unter neuem Trainer mit 1:0. Glück, dass sie in der Schlussphase noch erfolgreich waren. So gewinnen sie eben mit 1:0. Der KFC Uerdingen konnte sich im Topspiel gegen den FC Hansa Rostock durchsetzen. In der 46. Spielminute war es Lukas Musculus mit einem Supertreffer ins linke Eck hinein, der die Partie mit diesem Tor des Tages auch entscheiden konnte. Gelios sprang vergeblich. Hansa Rostock verliert also in der Schau ins Land der Reisen Arena mit 1:0. Der KSC ist absolut in Topform in dieser Phase der Saison. Preußen Münster hingegen patzte letzte Woche beim 1:2 zu Hause. Konnte man sich nicht so präsentieren, wie man das eigentlich gewohnt war. Die erste Möglichkeit gehört hier den Gastgebern. Lorenz per Kopf gegen Schulze Niehus. Setzt ihn gar nicht mal verkehrt, aber etwas zu unplatziert. Dann kam Preußen Münster mal nach vorne. Heinrich mit der Flanke, die ist erstmal gut geklärt von Rosbach. Aber Rodriguez Pires macht es nochmal scharf und Hoffmann nimmt den direkt und macht tatsächlich das 0:1. Erster Torschuss für Preußen Münster in dieser Partie. Obhoff kann dagegen einfach nichts machen. Der war zu perfekt platziert. Halbe Stunde gespielt, dann wieder mal Karlsruhe. Şamoğlu mit der Flanke ist auch gar nicht so schlecht, aber da ist Marvin Poirier mit dem Kopfball nicht gefährlich genug. Nach dem Seitenwechsel dann Münster mal wieder vorstellig. Das ist Kobi Lanski, wird nicht vom Ball getrennt, wird nicht angegriffen vor allem, kann dann auch abschließen, doch der Ball ging dann auch am Kasten vorbei. Trifft nur das Außennetz. Ansonsten Obhoff wäre wohl auch zur Stelle gewesen. Zum Schluss wurde jetzt Karlsruhe nochmal richtig gefährlich und sie wollten den 1:1 Ausgleichstreffer machen. Der wäre auch verdient gewesen. Stiefler ist das, traut sich einfach mal. Aber Schulze-Nius streckt sich mit seiner Größe, lenkt er den Ball über den Kasten hinweg. Das ist ein toller Abschluss, aber eben etwas zu zentral und so geht er dann zur Ecke relativ einfach hinweg. Es gab jetzt 10 Minuten vor dem Ende die Möglichkeit zur Entscheidung, aber Menig versiebte diese Möglichkeit. Pissot störte ihn auch noch. Trotzdem muss dieser Ball einfach sitzen. Karlsruhe riskierte jetzt viel. Dadurch wurden hinten Räume offen. Doch einmal bekam sie nochmal eine Möglichkeit. Müller bekam den Ball nicht richtig geklärt. Und nochmal der KSC. Weiter Ball nach vorne. Scherder kriegt es auch nicht geklärt. Lorenz gegen Schulze-Niehus. Der pariert den Ball und hält damit das 1:0 fest. Schmeichelhaft am Ende für Preußen Münster. Ein 1:1 wäre sicherlich das verdiente Resultat gewesen. Der KSC muss sich nicht verstecken, aber verliert trotzdem dieses wichtige Spiel. Dann schauen wir kurz auf die Tore vom Spiel Osnabrück gegen den SVW in Wiesbaden. Mike Haider war es in der 18. Spielminute mit dem 1:0. Super Kopfballtor. Minzel kommt deutlich zu spät und dann ist auch für Kolke nichts mehr zu halten in dieser Situation. Der ist super platziert. Oben links geht er rein und so führte der Tabellenführer mit 1:0. Markus Alvarez in der 25. Spielminute konnte auch den 2:0-Treffer erzielen. Sieht, dass Kolke da zu weit vorm Kasten steht und hämmert den dann rein.
lupft den auch leicht, dann senkt er sich auch perfekt. Super gemacht und auch nichts zu halten. Aber in der 38. Spielminute, Niklas Schmidt mit dem Anschlusstreffer, steht da in der Mitte deutlich zu frei. Da hatten sich die Osnabrücker nur auf das Angreifen fokussiert. Jetzt wurden sie aber in der Defensive wieder stabiler und konnten dann in der 75. Minute mit dem Doppelpack durch Marcos Alvarez wirklich alles entscheiden. Der VfL Osnabrück grüßt damit weiterhin von der Tabellenspitze, spielt eine super überragende Saison. Die Hinrunde im nächsten Spiel am besten noch perfekt abschließen und dann ist das eine super Ausgangsposition für die Rückrunde, für die Elf von Daniel Thun. Sie gewinnen hier 3:1. Gegen wen? Der TSV 1860 München startete in diese Partie nach 65 Minuten erst so richtig rein. Adriano Grimaldi per Kopf traf er hier zum 1:0 gegen Fortuna Köln. Philipp Stein hat in der 70. Spielminute dann mit der Entscheidung reagiert hier am schnellsten, bekommt zweimal den Abstoß und der zweite ist dann eben relativ einfach zu machen, aber er hatte sich da vorher gut durchgesetzt und bekam auch die Möglichkeit, dann das Ganze zu verwandeln. Dann gab es auch noch das 3:0. Sascha Meldos in der 83. Spielminute machte er die Entscheidung. Fortuna Köln muss sich mal wieder geschlagen geben. Und 1860 München kann sich eventuell nochmal vor der Winterpause oben etwas ranrobben. Die Spielvereinigung Unterhaching gab den Roten Teufeln aus Kaiserslautern am letzten Freitag eine richtige Ohrfeige. 5:0 schossen sie die Elf von Fronzek damals noch aus dem Alpenbauer Sportpark. Hier hatte die erste Möglichkeit aber der Gastgeber und Gerrit Wehkamp ist der hier die erste und beste Möglichkeit für eine Weile für die Lotter vergab. Dann übernahm Unterhaching diese Partie. Bigalke, Stahl, der Abschluss von JP Müller und Kroll streckt sich und kann den Ball richtig stark parieren. In der 15. Spielminute verhindert er hier den 0:1 Rückstand. Super Abschluss aber auch von Müller. Muss man sagen, der hätte sich reingedreht. Super Reaktion aber auch eben vom Lotter Schlussmann. Dann gab es nach diesem Foul von straight an Hein einen Strafstoß und Stefan Hein wollte die Sache selber klar machen. 30. Minute, Stefan Hein scheitert aber an Kroll. Der Schlussmann macht den Fehler von Adam Straight wieder gut. Super Parade, ist schnell genug unten links und fischt den Ball raus. Sehr gute Aktion vom Lotter Rückhalt. Im zweiten Durchgang wurde Unterhaching aber immer drückender und wollte endlich den Führungstreffer erzielen. Bigalke scheitert abermals an Kroll. Der machte eine super Partie, kann man nicht anders behaupten. Super Leistung vom Schlussmann der Sportfreunde. Doch sie gerieten immer mehr und mehr unter Druck. Eigentlich musste der Treffer langsam mal fallen. Hufnagel legt zurück, Marseiler trifft aber nur das Aluminium. Es lief jetzt auf ein torloses 0:0 hinaus. Doch Unterhaching wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Und insbesondere nicht derjenige, der den Strafstoß in der ersten Halbzeit verschossen hat. 14. Saisontor für Stefan Hein setzt hier den Lucky Punch. Aber glücklich war es in keinem Fall. Lotte verliert hochverdient mit 0:1 gegen richtig starke Hachinger, die sich am Ende des Tages dann doch noch belohnen konnten. Der VfR Aalen startete hier gegen den FC Energie Cottbus miserabel in die Partie. 21. Spielminute, Fabio Viteriti erzielte den 1:0 Führungstreffer für die Gäste aus der Lausitz. Der hielt dann aber nur eine Weile an. 26. Dicker Fehler von Aftus Bahic nach einem Abschluss direkt Geier in die Füße. Der Innenverteidiger war vorne stehen geblieben, lauerte genau auf sowas, blieb dann auch vor Aftus Bahic eiskalt und erzielte den Ausgleich. Dann in der 34. Minute Marvin Büyük-Sakarya in der 34. Spielminute eben mit dem 2:1 Führungstreffer für Aalen. Vor der Pause wurde diese Partie also noch gedreht. Bahic im kurzen Eck sieht auch wieder etwas unglücklich aus. Der Schuss war aber doch recht gewaltig. Das Endresultat erzielte aber dann Maximilian Zimmer in der 84. Spielminute. Dieses 2:2 bedeutete den Endstand. Ein Remis, das unter dem Strich auch in Ordnung geht. Eine spannende, eine torreiche Partie, die kein Sieger verdient gehabt hätte. Zum Abschluss des Spieltages spielte der FSV Zwickau gegen den Sonnhof Groß Asbach und dann gab es nach 34 Minuten dieses Traumtor von Leon Lauberbach. Super Treffer, den perfekt oben links reingesetzt und da war dann auch nichts zu halten. Makana Baku glich aber aus in der 54. Minute, ebenfalls ein extrem sehenswertes Tor. Nimmt den Ball mit der Brust an, dreht sich dann und hämmert den perfekt rein.
auch noch abgefälscht. Der Rücken spielt da eben noch ein bisschen was mit, aber das war trotzdem sensationell und sehenswert gemacht. Und tatsächlich konnte Groß Asbach diese Partie noch drehen. Skiprim Binakay in der 63. Spielminute machte er hier den 2:1 Endstand. Etwas schmeichelhaft am Ende für die Gäste aus Groß Asbach, aber der FSV Zwickau konnte sich für eine gute Leistung einfach nicht belohnen am Ende. Jo, das war es auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und tschüss. Und bevor jetzt wirklich ganz tschüss ist, schauen wir noch kurz. Der nette Finn hat mal wieder hier alles zusammen gebastelt. Wir sind bei der zweiten Liga 4,5 in der Standardabweichung. Beim Drittliga-Tableau sind sogar 5 Plätze, die wir abweichen. Ihr könnt euch das im Detail nochmal anschauen, wenn ihr stoppt. Ansonsten würde ich sagen, bei der Bundesliga ist die Prognose am genauesten, zumindest wenn wir der Standardabweichung glauben wollen. Naja, ich denke mal, da ist noch Luft nach oben in der Rückrunde. Auf jeden Fall vielen Dank an Finn. Vielen Dank an Finn und bis zum nächsten Video. Tschüss.